zusammen, euer Elektroballmatz ist hier. Hier, das erste Mal, das ist mein erstes Video aus meiner Kommandozentrale. Hier schneide ich meine Videos und was ich so halt ja mache. Ja, meine Videobearbeitung, das ist halt mein kleines Reich, mein Arbeitsplatz. Genau. Bin ja, hab ja umgewechselt, vorher stand jetzt da, wo die Kamera steht. Ich musste wegen Druckerzubehör. Ja, dieses Video, wie ihr schon seht in der Titelbeschreibung, defekt oder nicht defekt. Ja, wie ihr wisst, bin ich ja unter die 3D-Drucker gegangen. Genau, da hinten steht mein Schätzchen, da der Elego Saturn, daneben steht Elego Mercury Plus, das ist die Trocknungs-, die Reinigungs- und Trocknungsstation, und da steht mein Saturn, und dahinter habe ich noch mehr Platz, weil für mehr Drucker. Ja, und ein Drucker ist jetzt dazugekommen, genau. Aber die Frage, defekt oder nicht defekt? So, Hintergrundgeschichte. Warum, wieso, weshalb, warum? Ganz einfach, ja. Ich habe gesucht eine Abdeckungshaube, eine Ersatzabdeckungshaube, weil die will ich umbauen. Wenn ich eine Kamera einbauen und gucken wegen der Tür, weil man die, wenn man die umnimmt, Drucker, das Druckprogramm, um das darin zu arbeiten, muss man abnehmen. Und da hat sich das so ergeben, dass ich bei eBay gelandet bin, und dann haben wir halt durch Zufall habe ich dann einen Anbieter gefunden für Drucker, für defekte oder zurückgegangene Drucker, und da habe ich einfach mal mitgeboten, und da hat sich das so ergeben. Ich habe den Elego Mars gekriegt, genau, für um eine Pi mal Daumen mit Versandkosten 69 Euro. Aber die Frage ist halt, funktioniert oder funktioniert. Im Angebot hieß es, er kann funktionieren oder er kann nicht funktionieren. Das ist halt eine Retour ungeprüft. Darum lief der bei eBay unter defekt. Wir werden sehen, ihr seid live dabei. Ich wollte schon länger das Video machen, aber ich muss die richtige Zeit haben und ich muss das richtige Feeling für haben, also, aber das ist jetzt soweit. Jetzt seht ihr das irgendwie, so, hier ist er und ausgepackt. Nochmal genau, das ist er, der Elego Saturn. Nicht Elego Saturn, Elego Mars. Ja, Elego Mars, genau, das ist er. Das ist das Ding, genau. Halt, da, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Oh, ich muss mal meine. Das ist hier wieder alles ein bisschen. Man will ja ein bisschen. Oh. Typisch euer Elektroboy. Hier muss ich ein bisschen mal was durchstreichen, denn das ist halt so. Genau. Ja, genau. Da ich sehe, euch seht. Mal M-Defekt, Mars-Defekt. Genau. Und hier steht, hier ist nicht angekreuzt. Weiß ich jetzt nicht, ob es angekreuzt ist. Genau, da ist es. Elego Mars, Elego Mars Pro, Elego Mars C. Ich habe den Elego Mars. Der Karton selber sieht ganz gut aus. Also muss ich sagen, keine Beschädigung, nichts, wo ich sagen muss, irgendwie Fußball mit dir spielt oder was. Also weiß ich nicht. Naja, wir werden sehen auf jeden Fall. Aber ob er funktioniert oder nicht, das erfahren wir auf jeden Fall. Das packt man erstmal aus. Machen die optische Begutachtung und dann werde ich ihn einrichten. Da seid ihr dabei. Bin noch am Überlegen, wie ich das hier mache. Ich denke mal, ich werde den hier vorne mit hinstellen. Vor den Saturn, und dann werden wir sehen, ob er was macht oder ob er nichts macht. Wie gesagt, das ist mein Drucker-Unboxing. Aber das muss ich, muss euch schon mal sagen, das ist jetzt, dieser Drucker war nicht geplant, das ist als eine jetzt ungeplante, aber es sind noch welche geplant. Lasst euch überraschen, darum musste ich auch meinen Schreibtisch erweitern, weil ich halt noch mehr Drucker haben will. Aber wie gesagt, jetzt sind wir erstmal bei dem Mars und wir gucken uns das Ding mal an. Ich bin, wie gesagt, selber gespannt. Die Chancen standen 50-50, dass er halt funktioniert oder nicht funktioniert. Ich denke mal eher, der wird, mein Feeling ist, der wird funktionieren. Sollte er nicht funktionieren, rechne ich damit, dass vielleicht das Display kaputt ist, weil die Displays kann man als Ersatzteile kaufen. Aber das werden wir sehen. Wenn nicht, mache ich da nochmal ein Video drüber. Geprüft. Sieht alles ganz gut aus. Also so
so wie bei meinem Saturn. Ja, ich halte mal eine Kamera. Ihr seht, alles gut. Und, echt gut. Also so sah mein... Ich will jetzt mal gucken, ob die Kamera... So sah mein Saturn auch aus, also so gut eingepackt. Also nichts, wo ich jetzt mal sagen muss, könnt ihr nicht. Also hier die gute Bedienungsanleitung, wie immer auf Englisch. Im Prinzip ist es genau das gleiche System. Ja, er ist halt bloß kleiner. Das ist glaube ich der kleinste Resin-Drucker, den Elego hat. Genau, ist genau das gleiche wie bei meinem Saturn, genau. Also wie ihr sagt, ihr seht, alles schick, nichts irgendwie schon ausgepackt oder beschädigt. USB-Anschluss hin, ich verstehe nicht, dass die USB-Anschlüsse alle hinten sind. Das müsste Elego noch ein bisschen nacharbeiten, genau. Hier, der Zubehörkarton und ich muss sagen, Es ist echt noch zu, ey. Ehrlich. Und alles schick. Ja, ihr seht. Top. Also nichts hier. Ja, gut, hier ist der Stick mit drin. Vielleicht ist das so gepackt. Diesen Behälter, den kenne ich nicht. Der ist neu. Den hatte ich bei meinem Motor nicht. Der gute Spachtel, das gute Kabel. Noch original verpackt. Das Werkzeug. Dann haben wir hier, was haben wir hier? Das Netzteil, das packe ich schon mal an die Seite. Das brauchen wir ja auch. Die guten Filter. Die Masken. Ja, Masken. Für was das ist, weiß ich noch nicht. Das ist halt neu. Genau, hier das Kabel für Netze. Das ist halt neu. Aber sonst alles gut. Was haben wir hier Schönes? Hier ist die Zange. Oh, mit Zangen. Ja, mit diesen Stützen, Entfernungszangen kann ich mich bald totschmeißen. Genau, da ist sie wieder. Genau. Und auch noch nicht benutzt. Also ich denke mal, die echte ist nur zurückgegangen und wurde nie ausgepackt. Vielleicht habe ich ja Chance, dass er funktioniert. Wir werden es sehen. Genau. Dann nehme ich euch mit. Auf jeden Fall. Gut, das ist also alles schon mal. Das Cool Kit alles schon mal gut. Bin ich echt sehr zufrieden. Und jetzt, ich wollte die Frage, die mir auch schon durch mein Schwiegervater hat mich schon gefragt. Matze, wenn der ganze behält, verkaufst du den? Nö, also ich denke mal, wenn der ganz sein sollte, werde ich ihn behalten. Definitiv. Ja, also wie gesagt, neu kostet der, glaube ich, um die 200 Euro. Im Angebot ist er gerade bei 150 oder 140 über den Dreh. Genau. Ja, aber wie gesagt, der war nicht geplant. Ja, geht alles gut. Also, genau, das ist er. Und man sieht, alles noch original verpackt. Also, nicht beschädigt, so dass man sagen muss, der wurde schon, nee, auch hier unten drunter geht alles noch, der wurde noch nie ausprobiert. Also sind die Chancen, dass er funktioniert, eigentlich ganz gut. Ja, oder was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, weißt du? Darum. Was ihr gedacht hättet, ob er funktioniert oder nicht funktioniert. Also wie gesagt, der wurde noch nie ausgepackt. Darum. Wie gesagt, die Anbieter, wo ich den her habe, der hat auch noch mehr. Der hat auch den Saturn und ich glaube, der hat alle Elego-Typen, die es aktuell mal gibt, außer den Jupiter. Der kommt erst im Mai, da bin ich auch scharf drauf. Genau, seht. Sind auch hier keine Beschädigung. Sogar die Folie vom Displayschutz ist noch drauf. Also, wow. Hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Ehrlich, sieht echt wie neu aus, oder? Wahnsinn. Naja. Kann ich nur sagen,
vielleicht wird's was. Genau, dann machen wir mal das auf das Teil. Mhm. Ihr seht, alles gut. Wahnsinn, hier ist schon abgeschützt. Oh, alles noch. Gut verpackt. Also da kannst du echt die Qualität stimmt. Ja, das ist der Aufnahmefuß. Ja, nur mal als Vergleich. Ich habe den vom Saturn, damit ihr mal den Größenunterschied seht. Genau. Also das ist jetzt der Mars und das ist halt der vom Saturn. Ihr seht, ist schon ein Unterschied, ja. Also ist schon ein. Ja, und der Jupiter, der rauskommt, wo ich auch ganz schön scharf drauf bin. Der ist auch richtig, das ist halt auch ein riesen Mörderteil. Aber er hat halt auch seinen Preis. Ja. Aber hier alles super. Ja, nicht der Tank. Alles nach Folie, alles nach Sau. Keine Fingerabdrücke drauf. Wahnsinn. Wahnsinn, hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Naja. Gut. Und da müssen wir jetzt mal gleich mal gucken. Ich muss das ja immer auch versuchen, dass ihr auch was seht. Genau. Den Fuß packe ich mal zur Seite. Und die Haube, die packe ich mal aus. Darum, ich würde die jetzt eingepackt lassen, wenn ich jetzt weiß, ich verkaufe den, aber ich werde den nicht verkaufen. Also habe ich eigentlich nicht vor. Den werde ich auch zum Testen nehmen. Das wird vielleicht mein Resin-Testdrucker, wo ich dann halt verschiedene Resin-Typen testen werde. Genau, und wie gesagt, keine einzigen Fingerabdrücke. Genau. Darum, genau. So, machen wir mal die Kappe hier wieder drauf. Auf das Teil. Und top. Mhm. Genau. So. Jetzt gute Frage mit der Stromversorgung. Aber Elektroboy heißt ja nicht umsonst Elektroboy, wenn er hier überall irgendwo Strom herkriegt. Ja. Also ist das echt mit das geringste Problem. Ich hoffe, ihr seht was. Ich sehe nämlich, ihr sollt ja auch sehen, ob er angeht oder nicht angeht, ob er Fehlermeldung anzeigt. Genau. Ja. Und dann werden wir mal sehen. So. Ich habe auch schon überlegt, welches Modell ich nehme. Ich denke mal, ich werde vielleicht die Figur nehmen, die Testobjekte, die beim Saturn dabei waren. Muss ich aber mal gucken. Weiß ich jetzt noch nicht ganz hundertprozentig. Welche ich nehmen soll. Genau. So. Netzteil leuchtet auf jeden Fall. Wir machen mal den aus. Genau. Und so. Die Spannung steigt. Die Spannung, seid auch ganz gespannt, ne? Genau. Und ich mache ihn an. Mars, Elego Mars. Genau. Läuft. Läuft. Genau. Jetzt muss ich erstmal selber gucken. Print System Tool. Manuell. Tern Clean Back Set 0. Genau. Manuell. Genau. So. Das ist das manuelle Menü zum Fahren des Arms für den. Mich erstmal gucken. Ja, 10 mm, fährt er 10 mm. Er bewegt sich. Er fährt. Das Geräusch weiß ich noch nicht. Ja, da hört man's.
Aber das kann auch sein. Es kann auch sein, weil er noch nie bewegt wurde. Oder noch nie benutzt wurde. Genau, fahren wir mal runter. Genau. Ich fahre jetzt erstmal den Arm hin und her. Genau. Und ihr seht, das Geräusch ist weg. Also hoch und runter geht's ohne Probleme. Also das funktioniert schon mal. So. Gut. Jetzt gehen wir zurück. Also das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Ja, also Funktion des Arms ist gegeben. Genau, dann kommt das hier dran. Genau, dann kommt das hier dran. Genau, wird hier festgeschraubt. Genau, und dann ja, jetzt müsste ich bloß noch den neu leveln, also den Nullpunkt neu setzen für diese Vorrichtung. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Und dann könnte ich mit dem Drucken anfangen. Das werde ich auch dann gleich machen. Ich werde jetzt neu ableveln und dann schauen wir mal, ob er auch druckt. Genau, ja. Das werden wir dann gleich mal sehen, ob er sich in Bewegung setzt, ja. Bis gleich. Ja, ich hoffe, ihr seht mich jetzt soweit. Genau. Ich habe mir jetzt hier, ich habe die Kamera ein bisschen, ich habe jetzt hier den Imbusschlüssel. Genau, jetzt werden wir, jetzt tun wir einleveln, also die Null, den Nullpunkt setzen, genau, das machen wir folgendermaßen. Wir nehmen die Kappe ab, schrauben den Fuß ab, genau, schrauben den Fuß, lösen diese zwei Schrauben, genau, keine Ahnung, warum dieses hier link ist, das habe ich ganz nie verstanden, genau. Genau, das muss schön locker bleiben. Sieht auch hier. Genau, schön locker bleiben. Genau. Dann hängen wir es halbwegs runter. Und wenn ich jetzt kaputt mache, ja, dann ist es halt so. Genau, dann nehme ich hier das Level Paper. Genau. Das ist ein Stück Papier, aber das ist halt Leveling Paper. Dann tut man das hier drunter. Genau. Und dann fährt man den runter. Genau. Ihr seht, er bewegt sich. Er bewegt sich, also keine Ahnung. Also bis jetzt funktioniert er noch. Also wie gesagt, ich wiederhole mich ja gerne. Also er wurde angeboten als defekt, weil er halt nicht geprüft ist. Genau, seht ihr? Nullpunkt hat er gesetzt. Genau, dann soll man den jetzt ein bisschen ausrichten. Kann man die ein bisschen ausrichten, so halbwegs, dass der halbwegs gerade ist. Genau, dann schrauben wir den fester, halten wir mit einer Hand. Ich hoffe, ihr seht was. Wenn ich das besser machen soll, müsste das sein. Genau. Handfest. Ja, also handfest. Genau, handfest. So, jetzt drücken wir 10 mal 10 mm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Seht ihr, fährt jetzt hoch. Macht keine Geräusche. Finde ich schon mal ganz geil. Also wie gesagt, da waren die Geräusche vom Anfang, denke ich mal, weil er sich noch nie bewegt hat. Genau, das sind jetzt 10 mm. So. Jetzt haben wir den gelevelt. Also mehr ist es nicht. Also es ist der Nullpunkt setzen. Und das packen wir mal hier runter zur Seite. Genau, jetzt testen wir mal die UV-Kamera. UV-Less, gehen wir auf Tools. Jetzt gehen wir erstmal zurück.
Genau. Auf Tools. Jetzt gehen wir auf Exposure. Genau. Pressing Tools, Exposure und Next. Genau. Da. Und ja. Also sie leuchtet perfekt. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Da. Seht ihr das? Funktioniert. Funktioniert perfekt. Also alles gut in der Hinsicht. Das funktioniert auch. Gut. Also das alles. Super. Die haben jetzt alles. Warte mal, wir können das nochmal machen. Da steht nämlich Exposure. Drei Sekunden. Ich mache das jetzt nochmal. Für drei Sekunden. Genau. Funktioniert. Genau. Fragt mich nicht, warum da 200 drin steht. Ich stelle das einfach immer mal wieder hin. Genau. Hammer. Hammer. Also, abgelevelt ist. Die UV-Lampe funktioniert. So, jetzt machen wir was anderes. Das ist ja der Resintank. Genau. Hier ist die Maximumanzeige, wie voll der sein soll. Ist die Öffnung zum Auskippen. Genau. Und jetzt entfernen wir die Schutzfolie. Genau. Die entfernen wir jetzt. Schieben wir den da drauf. Beim Saturn ist es halt anders, weil man da halt diese Bügel nicht hat. Aber das funktioniert hier auch ganz gut. Bin ich ganz zufrieden, dann fixieren wir das mal neu. Sieht alles ganz gut aus. Ich gucke jetzt noch mal von oben, ob ich ganz den halbwegs gerade habe. Festes hoch, jetzt habe ich ein bisschen verschoben. Zu viel Kraft. Genau. Gut, das haben wir. Also wäre der jetzt eigentlich einsatzbereit. Kann man sagen, jetzt kontrolliere ich nochmal das Druckmodell, was ich nehmen werde. Und dann legen wir mal los. Der Eligo Mars ist soweit, wie ihr habt, fertig. Der USB-Stick habe ich eingesteckt. Ich teste jetzt diesen Drucker in der Funktion. Mit diesen Testvorlagen, die man dazu kriegt. Und zwar sind das die hier, bloß die sind vom Saturn. Darum sieht man das auch. Eligo Saturn, genau. Die zwei Vorlagen gab es dazu. Und zum Ausprobieren haben wir funktioniert. In Grau, genau in Grau. Ich nehme Resin in Clear Blue. Ja, also das werde ich jetzt einfüllen. Und dann probieren wir den Druck aus, lassen den drucken. Sollte unter zu Fehlern kommen, werdet ihr das erfahren. Sollte funktionieren, werdet ihr das auch erfahren. Aber wie gesagt, das machen wir. Ich habe an den Parametern von diesen Objekten nichts verändert, keine Druckzeit. Ich nehme das einfach so, wie die sind. Und lasse mich überraschen, ob es geht. Genau. Gut. Nicht schütteln. Habe ich letztens erfahren. Man darf das Resin nicht schütteln. Sonst bilden sich bloß Bläschen. Und das ist ja auch nicht so gut, wenn sich da Bläschen bilden. Genau. Eingefüllt ist es. Das sieht man nämlich im leichten Bläschen. Und ich habe letztens festgestellt, mein Schreibtisch ist nicht 100%.
ist nicht hundertprozentig gerade. Ich sehe gerade hier den Flüssigkeitsstand. Gefällt mir auch nicht. Aber man ist ja kreativ. So halbwegs. Wir lassen das jetzt einfach mal. Das sieht doch so. Das sieht auch so, ja, wie gesagt, das sieht auch so. So. Es kommt die gute Kappe drauf. Schieben wir mal hier ein bisschen zur Seite. So. Jetzt hole ich mal euch ein bisschen dazu. Damit ihr auch was seht. Genau, so lasse ich den jetzt arbeiten. Genau. Gehe auf Print. Gehe auf Objekt, ihr seht die beiden Objekte. Hol mal die Maschine zur Seite. Und er legt los. So, 1%. Da sind sie. So. 1000 Schichten. 4 Stunden, 7 Minuten. Brauch, es ist geplant. Der sieht die erste Schicht und dann. So, er arbeitet. Also bis jetzt. Alles gut. Alles super. Bin begeistert. Läuft. Ja. Na schön. Gut. Hör mal, ne? Spätestens in 4 Stunden, 7 Minuten wissen wir mehr. Lass uns überraschen. Ja, hier bin ich wieder. Die 4 Stunden, 2 Minuten sind gerade um und ich hoffe, ihr seht es auch. Da steht Printing Down. Elapsed Time. 4 Stunden, 20 Minuten. Da hängen sie. Also, würde ich mal sagen, erster Eindruck, erste Meinung. Der Drucker ist nicht defekt. Wir werden jetzt sehen. Wir werden jetzt sehen. Genau. Ich hoffe, ihr seht alles. Genau. Confirm. Genau. Meine Spider-Lampe ein bisschen heller. Dann nehme ich die ab. Genau. Nehme ich die ab. Das Resin riecht immer gut. Genau. So, das ist abwaschbares, Resin, das heißt Wasser, das kann man mit Wasser abspülen. Ich zeige es euch nochmal, damit ihr das seht. Wasserwaschbar, normalerweise nimmt man Isopropanol in der Reinigungsstation. Genau, so, dann tropfen wir jetzt mal die restlichen, das bisschen ab, genau. Und tada, da sind sie. Genau. Da sind sie. Ich hoffe, ihr seht sie gut. Da steht Edego Mars. Genau, da sind sie fertig. Wahnsinn. Ja. Das sind sie. Kann ich jetzt, bringe ich gleich zum Abwaschen und dann. Ja. Dann hat der Drucker seinen Funktionstest bestanden. Ich bin super zufrieden. Ich habe jetzt zwei. Also jetzt, wie gesagt, den Mars, da den Saturn. Mal gucken, was noch kommt. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Diesen Figuren. Diesen Testfiguren bin ich auch, finde ich richtig geil, dass man sieht, ey, wie hoch der Detailgrad ist. Ja, das ist das. Und dann, genau. Werde ich mal sehen, für was ich den Drucker dann immer nehme. Für Kleinteile oder so oder zum Testen, weiß ich noch nicht. Naja, auf jeden Fall. Das war jetzt so mein Unboxing. Mein Unboxing meines Elego Mars, den ich bei eBay erstanden habe. Ich hab schon geahnt, dass er funktioniert. Also das habe ich schon geahnt. Als ich
Als ich gesehen habe. Als ich gesehen habe, wie der eingepackt war, das ist halt noch nicht. Weil ich mir dachte, der ist in der Industrie eingepackt. Der kann nicht mehr funktionieren. Ja. Und es ist soweit. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Unboxing-Video. Wenn ich das besser verbessern kann, schreibt es in die Kommentare. Mal sehen, was es dann gibt. Also für was die Zukunft noch so bringt. Unboxing-mäßig oder druckermäßig halte ich euch auf dem Laufenden. Naja. Und den Rest schauen wir mal, was auch so kommt. Ne? Genau. Ich bin auf jeden Fall super zufrieden. Gut investiert. Sehr gut. Das ist ein Problem, wo stelle ich den hin? Da hinten, naja. Du wirst schon was finden. Naja, gut. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es, wie gesagt, es hat euch gefallen. Denkt immer dran, genießt den Moment, bevor es Erinnerung wird. Wir sehen uns, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Elektro-Golmanzer. Macht's gut. Tschüss.